DPL-4, kurz vor der Kavala stehen wir jetzt mit unserem Konvoi und wir müssen jetzt weiterfahren. Jetzt bin ich mal gespannt. Da soll ja ein bewaffneter Offroader warten. Genau, bei der Kupferverarbeitung. Da sind wir gerade, DP-11. Und hier geht schon wieder... Und ich muss echt meine Schüsse einhalten. Einsparen. Links von mir ist ein Strider. Und vor allem bedenke, genau, wenn da nicht der Offroader ist, der bewaffnet ist, wo oben in der MG drauf ist, schieß auf den Typen, der da dran steht. Den darfst du töten, okay? Ja. Mach ich. Ich schieß den eiskalt weg. Ja, so muss das sein. Keine Gefangenen. Oh, da kriegt wieder einer rum, aufpassen. Kann das sein, dass wir gerade etwas vom Konvoi abgeraten sind? Nee, ich glaube, wir sind noch mittendrin, aber irgendwie fahren wir da gerade eine ganz komische Route. Das finde ich aber wir auch. Wir fahren ja irgendwie querfeld ein, ey. Keine Ahnung, wo wir sind. Das ist nicht so geil. Wir müssen natürlich auch umplanen, ne? Nee, ey. Oh, ja, ich werde beschossen. Tempest, bitte geradeaus durchfahren, nicht die Kurve nehmen. Alles gut. Können die anderen nicht warten auf uns, weil wir sind jetzt ja echt getrennt hier. Was? Ihr seid doch, fahrt ihr doch, Currywurst. Ja, wir sind hier gut. Ja, rechts ist ein auf Dings. Ja. Ihr seid mittendrin, Mentor, ihr habt eine super Position. Okay. Wunderbar. Wir umfahren also die Hauptstraßen. Es ist gerade nur Verschwendung. Zwei Ifrits rechts. Ja, spare die Munition für die DP-11-Aktion. Mach ich. Was hast du noch? 166. Reicht. Oh, hoffentlich. Bis Kavala. Das wird. Ich glaube, die wollen extra, dass wir unsere Munition verballern, ey. Und dann irgendwann Kavala, dann bäm, kommen sie alle. Die sind andere Weg gefahren. Da kommt ein Heli. Ja, ein Hummingbird. Alter, was macht der denn? Ifrit voraus. Was ist denn Ifrit voraus? Rechts ist einer. Da fährt er, rechts. Da. Ja. Aber triffst du nicht, der fährt zu schnell. Ifrit links von uns im Wald, da ist ein Schütze. Links von uns im Wald. Ja, da vorne steht er im Wald. Ja, da. Angehalten, ich glaube, den kannst du abmorksen. Oder schießen. Soll ich auf den schießen oder was? Ja, Platten. Nein, den roten treffe ich nicht. Oh, hier schon nur dieser rote Ifrit. Okay, weiter. Ich glaube, wir ändern gerade ein bisschen die Route hier, kann das sein? Genau hinter euch. Also wir fahren ja gerade wirklich mitten durch die Pampa hier. Ja. Das soll ja spannend bleiben, die Zuschauer. Ich find's mega spannend. Der Tempest ist ja sehr geländegängig, im Gegensatz zum Hammett. Also. Oder wie die abdancen, die Laster, ey. Ist so geil. Ja. Alter, wo fahren wir lang? Ich weiß es nicht. Wir sehen eine völlig neue Welt. Vorne auf der Straße ist auf jeden Fall gerade ein Auto lang gefahren. Das ist doch die Kurvenstraße, jetzt weiß ich, wo wir sind. Ach, da sind wir. Das Schöne ist, jetzt sieht man mal Teile von Altes, die man sonst noch nie gesehen hat. Ja, genau, das meine ich. Einfach nie so hinkommt. Genau, deswegen haben wir das auch gemacht, einfach Sightseeing heute. Das war auch der Grund, warum wir dieses Event gemacht haben. Nicht, weil das echt cool ist mit den Huntern, sondern einfach, weil wir andere Welten sehen wollen. Wir wollten einfach mal die Natur zeigen, genau. Der HMG mal bitte nach links Richtung DPL sichern. Links? Nach links Richtung DP-11. Weiß nicht, was er meint. Ich weiß auch nicht, wo DP-11 ist, deswegen fahre ich jetzt einfach weiter her. Da sind wir, glaube ich, schon vorbeigefahren, oder? Ich gucke einfach links rum. Das ist glaube ich, hinter uns. Das ist doch völlig... Da brauchst du nicht mehr hin. Wollte ich gerade sagen, was soll ich denn da? Soll ich da... Da sind wir jetzt irgendwie drumherum gefahren. Schmusen mit Geistern oder was? HMG-Stand mit dem... Ja. Warum soll ich denn da hinfahren? Wenn sie von hinten kommen, dann kommen sie halt von hinten. Ob sie von hinten, von vorne oder von der Seite kommen, ist ja egal. 6 Kilometer. Es bringt ja nichts, den Konvoi zu verlassen. Oben oder unten, es ist alles scheiße. Alles für die Gangster. Konvoi verlassen wäre jetzt nicht so geil. Nö. Das wäre jetzt, glaube ich, nicht so vorteilhaft. Nagelbrenner voraus, weit links, Alter, umfahren den Checkpoint. Die sicken alle, Alter. Mehrere Ifrits von rechts, HMG bereithalten. Alter. Wir sind down. Nagelbänder ohne Ende. Links sind Nagelbänder ohne Ende, von der Straße runter. Links sind Ifrits da. Links ist auch ein Strider. Folgt uns! Also wir bleiben bei den Tempels, wir schützen die. Müssen wir uns bleiben, wir müssen um jeden Preis, um jeden Preis schützen wir die. Bewaffneter Offroader, oh Gott. Oh mein Gott, ist das spannend. Ich bleib bei den Tempels, Leuten, auf jeden Fall mit dem... Ja, wo sind die anderen? Beim Konvoi bleiben, Leute. Ja, rechts ist auch wohl irgendwie was. Aber da kann ich jetzt nicht sehen, da sind überall Leute. Rechts kommt einer. Rechts, ja. Also nur noch dann schießen wir wirklich einer direkt neben uns, ist den wir auch jeden Fall treffen können. Ja, genau. Wenn uns irgendwie wegkrampeln will oder so. Wie das hier abgeht, ey. Das ist auch so ein Laster. So ein feindlicher, glaube ich. Ja, so ein Hammett, ne? Ja. Und wieder auf die Hauptstraße. Und links sind auch Ifrits. Ich hoffe, hier sind keine Nagelbänder mehr. Go. Nein. Alter, ich verstehe kein Wort. Oh. Jetzt kaputt. Einer ist kaputt. Bitte stehen bleiben. Oh, da, Alter. Auf dem,
Hof da, da ist in Ifrit mehrere bewaffnete Leute. Schieß auf den Ifrit, mach den bewegungsunfähig. Warte, ich fahr mal ein bisschen näher ran, dann kannst du ihn treffen, den Ifrit. Nee, ich seh den Ifrit, kannst du den Ifrit treffen? Ja, ich sehe die Reifen nicht. Ah, warte mal, ich versuch mal so zu fahren, dass du die Reifen siehst, warte. Guck mal, ob du sie jetzt sehen kannst, warte, jetzt! Ja, stopp. Oha. Okay, ist, fahr weg, fahr weiter. Ich fahr weiter, alles gut. Reifen ist ab, Okay, alles super, Ihr müsst uns hier schützen, Leute, Alter. Go. Okay, weiter. Wir rauchen alles ein, da ist noch ein Ifrit. Scheiße, der Laster fährt davor, ich kann nicht schießen. Schieß auf den Ifrit, mach ihn platt. Ach du Kacke, wie... Nicht auf den Hunter, auf den Ifrit. Achtung, hinter uns! MG! Schieß auf das MG! Auf rechts neben uns! Rechts neben uns! Rechts! Rechts! Mach den MG-Typen tot! Ja, du musst stehen bleiben, Mentor! Ich steh doch! Wir sind kaputt! Nein! Fahr weiter! Kann ich nicht, ich bin tot! Also, ich bin nicht tot, sondern ich bin kaputt! Wir sind kaputt geschossen worden! Wir schießen doch gar nicht, wir fahren doch! Ja, aber nur ganz wenig! Ich muss weiterfahren, Alter! Fahren wir weiter, Alter! Wir müssen weiter, der Kombo. Warte, da links sind auch noch Ifrits! Jungs, wenn ihr repairen müsst, habt ihr den Reifen weg? Ja, los, fahrt hier irgendwo rechts ran, ich gebe euch mit Rauchdeckung. Okay, ja, okay, warte, ich fahr hier rechts ran, direkt hinter das Haus fahr ich da. Fahr einfach rein, Mento. Go. Weiter. Genau, fahr dahinter, fahr um die Ecke. Und jetzt go. Okay, stopp. Ich repariere. Ich hab Rauch gegeben. Alter. 2%, 3%, 4%, 10%. 20. Heilige Scheiße, du. Alter, 30. Links ist auch noch ein Strider. Oh, noch ein Strider. Zwei Strider, ey, krass. 40. 50. Alter Schwede. Okay. 61 Schuss habe ich noch, Leute. Nicht mehr so 60. Viel. Komm schon. Ein. Ich hab grad... Die sollen aufhören zu reden, Alter. Man versteht einfach gar nichts. Ich verstehe auch nichts, weil das einfach so leckt. Alles chillig. Ruhig bleiben. Alles cool. Alles cool. Okay, wir können weitergehen. Bin fertig. Okay, wir sind easy. Go. So weit ist es nicht mehr. Ah, ich bin auf der falschen Seite ausgestiegen. Was ist das denn jetzt hier? Mentor, steckst du auf? Fuck. Ja, warum bin ich denn auf der falschen Seite? Wie kann ich denn auf der falschen Seite? Nicht Stress machen jetzt hier. Das ist keine Panik. Sonst verkacken wir. Aber warum bin ich denn in der falschen Seite eingestiegen? Ich bin doch auf der richtigen Seite. Ist egal jetzt. Warte, der Tempel muss noch repariert werden. Ja. Okay. Ja, der Typ muss erstmal den Tempest da reparieren. Jetzt lag's bei mir gerade wie Sau. PDF-Strider von vorne. Ich hab fast Standbild. Strider von vorne, ja, hab ich vorhin auch gehabt. Okay, jetzt können wir weitergehen. Strider von vorne! Oh shit, ey. Triffst du die Reifen bei dir? Okay, der ist kaputt, er ist kaputt! Ja, pass auf, Konvoi weiterfahren. Die ballern uns ab. Nein, das schaffen die nicht. Ha! Nee. Ja, wir fahren weiter. Oh mein Gott. Ihr müsst ihn töten. Wir decken den. Genau, ich stell dich schon davor, das ist super. Achtung, auf Nagelbänder aufpassen. Ja. Achtung, noch einer! Ein Strider direkt vorne. Den müssen wir wegholen. Ich geb Vollgas. Schütze im baufälligen Gebäude links. Ich geb Vollgas, ich versuch den. Wir versuchen den abzuschießen. Triffst du den? What the fuck, Bobby? Der D sinkt. Wow, du bist explodiert. Ich bin einfach explodiert. Alles ist explodiert. Ich bin auch einfach explodiert. Ich bin immer irgendwo vorgefahren. Ich weiß nicht wieso, ich bin einfach explodiert. Das kann nicht sein, Alter. Ich bin einfach gefahren. Nein, ich bin auch einfach gefahren. Ich war tot, ist tot. Einfach gefahren, auf einmal tot. Ja. Ich dachte, what the fuck? Oh, schön, ey. Schön. Hä, war da ein Meme? Yay! Nee, what? Ich weiß nicht. Fuck. Wir sind einfach instant explodiert, ohne Grund. Sehr geil. Alle tot. Keine Sorge, der ADAC ist bereits da. Au, ja, der Engel mit den gelben Flügeln. RP-Pause, oder? Ich weiß es nicht, machen die oben. Guck mal, ey, 3-4 Leute tot. Ja, aber wir sind auch einfach explodiert, ohne Grund. Ja, ich weiß auch nicht wieso, keine Ahnung. Riesig oder so, ey. Ich war einfach, ADAC ist nochmal über mich drüber gewollt, jawoll. Also man muss natürlich sagen, dass, bei so einer Masse an Fahrzeugen, die auf einem Haufen sind, das ist einfach kein altes Server. Ja, das haben wir gemerkt. Das glaube ich. Scheinbar macht der Server gerade einen Abgang. Ja, Trommler, was soll ich machen? Neues Leben und dann... Oder... Ja, was eine neue Leben? Liebe ist wie ein neues Leben. Wir können doch bei anderen in Fahrzeugen einsteigen. Wo sollen wir spawnen? Wo sollen wir spawnen?
Es ist nicht mehr viel da, in das ihr einsteigen könnt. Okay. Wie viele Fahrzeuge sind denn noch da? Mann, wir sind so kurz dran ja. gewesen. Ja. Also 2 Kilometer, 3 Kilometer. Es war so kurz davor, Alter. Und dann sind wir explodiert, aus irgendwelchen Gründen. Ja. Also der Mentor war wieder schuld. Ja, ich, klar. Guck dir das in meiner Aufnahme an, Alter. Da war ja, gar nichts. Ja, natürlich. War einfach Bubentot. Curry, ich schwöre, guck dir die Aufnahme an. Wehe, du machst das nicht. Also ich schieß brav alle weg und nein, aber nee, der Mentor muss da überall wieder alles kaputt machen. Okay, Trommler, wo sollen wir spawnen? So, wo sollen wir spawnen? Wir beraten uns. Leicht überfordert. Der Server ist noch, der Server ist aber... wir wissen halt nicht, ob der Server jetzt noch online bleibt, aber oh Gott, das ist alles so krass hier. Ja, also, Leute, wir haben gerade technische Probleme. Das ist halt... Bitte bleiben Sie dran. Bitte bleiben Sie dran, es geht gleich weiter. Die Warteschleife. Ich denke, der Konvoi ist, bleibt so stehen, also wir machen jetzt nicht weiter. Können wir wenigstens schon mal spawnen? Können wir nicht schon mal spawnen? Dann spawnen wir irgendwo einen Kavala. Das ist beendet, oder? Ja. Spawn mal einen Kavala. Spawn einen Kavala. Der Boss sagt Kavala. Kavalalala. Da sind wir doch wieder. Kavalala. Da sind wir drei. Yay. Hallo. Die drei von der Tankstelle. Die drei von der Tankstelle. Zum Freude des Tages machen wir mal eben hier. Ach komm, hier dieses Wie machen wir das nochmal? Kung Fu. Wie war das nochmal? Ihr müsst, ich muss mal ganz kurz selber nachgucken. Warte, oder so. X oder so, ne? Ich kann es euch gleich theoretisch so. Jeden Sag Augenblick es. Sagen. Und zwar könnt ihr das mit Steuerung Alt Y machen. Steuerung Alt Y. What the fuck? Ja, das ist aber falsch. Ach, das waren Liegestütze, ne? Nee, komm. Okay. Ups. Bisschen aufwärmen. Oh, wie sieht's denn aus, Alter? Wir sind so kaputt, Alter. Okay, nee, glaub, Steuerung Alt. Alt nee, Steuerung Alt und kleiner. X. Steuerung Alt kleiner. Oh, jetzt macht er nochmal, jetzt liegt er los. Oh, den. Alter, was macht der denn da? Der Trommler. Ja, ich bin auch tot. Ach so, hallo. Wir verbeugen uns vor dir. Ja, genau, ich flieg von der nieder. Oh, nee, ey. Nochmal? Was? Ach ja, ach ja. Warum nochmal? Das endet nie. Steuerung Alt. Okay, Steuerung Alt. Kleiner Zeichen. No whisper target found. Ein kleiner. Alter Penny. Wie macht man das nochmal? Steuerung alt kleiner. Steuerung alt kleiner. Steuerung alt kleiner. Die Waffe, die in der Waffe schwebt. Everybody was kung fu fighting. Oh, this tap is lightning. Alter, mal ganz kurz, was ist da vorne mit den Möwen los? Die sind ein bisschen geistig behindert, Alter. Meins, wie bei Nemo. Meins. Meins. Oh, guck mal, die Kette. Die schweben in der Luft. Alter, hab ich schon die ganze Zeit. Wie viele Möwen? Möwen! Ja, guck mal da auf den Möwen. Alter, wie viele Möwen? Kennt ihr den Film Vögel? Möwen! Alter, lass die Möwen in Ruhe. Also das ist das neue Armor-Update, der Server spawnt hier, also nicht wir. Ach, wie geil. Server, Möwen! Sehr schön. Power! Nee, man muss dazu sagen, seit neuestem ist das auch das Möwen-Hauptquartier hier. Ja. Das ist die neue Methode der neuen Polizisten. Methode der neuen... Die haben hier Kameras angebracht und die überfliegen dann das ganze Land hier und können dann... Und klar, Live-Übertragung. Oh, da hat einer gefurzt. Ja. Eine Möwe. Sorry. Deine Möwe. Die Möwe hat gefurzt. Die Möwe hat gefurzt. Oh ja, viel Spaß. Du. Ich tanze jetzt erstmal um den Furz herum. Ja, das machst du öfters, ne? Auch ja, zu Hause. Klar. Ja, ich tanze auch immer um meinen Furz herum, wenn ich mal gefurzt habe. Auf der Arbeit mache ich das immer. Meine Arbeitskollegen wundern sich dann. Natürlich. 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 Was macht der denn da? Charlie 2.5. Nein! Charlie, spring nicht! Charlie, bitte nicht! Charlie, du siehst traurig aus. Okay, Jungs, also es befinden sich noch Hunter unter Beschuss. Wir können da nochmal hinfahren, ja, aber es sind keine Tempestwetter. Ja komm, kleines Finale. Gib mir ein Fahrzeug, Alter. Ich hab kein Geld, scheiße. Du holst dir ein Fahrzeug, Alter.
auch Geld. Ich, Alter, ich hole mein Fahrzeug, Alter. Ich kann auch was spawnen, Kommt mit mir. Ich will einen Panzer haben. Panzer? Wir nehmen einen Panzer. Wir nehmen einen... Ein Panzer. Ein Panther. Ein Panther. Panther. Aus dem Zweiten Weltkrieg, aber ich glaube, da können wir auch nicht viel machen. Jetzt kann ich wenigstens rennen. Möchtest du den Panther oder den Ach, gib einfach irgendwas. Ich nehme Panther. Panzer. Hau raus, was du hast. Auch mal Schussverkauf. Jetzt neu im Kühlregal. Der neue Hunter. Ich habe auch einen Hunter im Gepäck. Das neue Handtuch. Da ist... Oh, da ist ein Ifrit. Ja, könnt ihr haben. Ich geht. Currywurst, Schlüssel, Paddy, Schlüssel. Komm, wir steigen alle in einen ein, dann sind wir schneller. Hey, ich nehm den. Meiner. Okay, wir steigen alle in einen ein, komm. Paddy, du hast Zeit im Auge, ne? Wir sind Rainer. 15 Minuten. Alles klar. Rainer, komm, wir düsen dahin, alle zusammen. Okay. Alle zusammen. Leute, ruhig bleiben, jetzt ist wieder ernst. Wir müssen uns von den Spionmöwen verabschieden. Tschüss, Spionmöwen. Die Hupe ist die geilste, ey. Voll süß. Und jetzt einfach ins Wasser fahren. Oh, hallo. Und das Auto. Was macht der denn da? Spionage! Ey, was macht der denn? Alter, wie das wegkam. Hat der Musik abgespielt? Ich glaub schon, ne? Sah so aus. So. Jetzt geht's los, Leute. Wer sitzt denn daneben? Ist das der Mentor? Ja, das ist der Mentor. Hallo. Hallo. Jetzt auch mal wieder zum Friseur. Du hast einen Pickel da links. An deiner linken Wange. Du guckst mich ja noch nicht mal an. Von dir aus gesehen rechts hast du einen Pickel. Jetzt guckst du mich an, also voll die Glubschaugen so. Ja. Alter, der Surfer. Du hast trotzdem einen Pickel auf der rechten Wange. Hab ich? Alter, es laggt. Ja. Echt? Das ist ja interessant. Oder ist es ein Muttermal, eins von beiden? Vielleicht ist es auch beides. Es ist ein Pickelmuttermal. Ein Pickelmal. Ein Pickelmal. Oder ein Muckel. Ein Muckel. Oh nee, du. Oh, der war schlecht, Paddy. Also mal ehrlich, Paddy, was war das denn? Ach, oh, ich sehe uns gleich schon wieder explodieren. Paddy, du musst doch mal üben, auf jeden Fall. Ja, wir müssen einfach in jeder Folge explodieren, das ist unsere Pflicht. Echt, boom. Boah, wir sind so krass am Dissinken, dass wir immer 10 Meter zurückgeportet werden. Oh Mann, es war so geil, wir waren kurz vor Kavalle und dann auf einmal... Ja, wir hätten es fast geschafft. Ja, fast. Das ist so geil gewesen, Mann. Komm, wir helfen dir. Wir schießen einfach alle ab, die uns deine Wege kommen. Mentor, ich liebe deine Armer-LP. Wer hat das geschrieben? Hat mir einer geschrieben. Ich bin aber nicht Mentor. Wollte ich gerade sagen, du bist doch gar nicht Mentor. What the fuck? Natürlich bist du Mentor, ich bin auch Mentor. Ja, wir sind alle Mentor. Du bist ein Mentor? Nein. Ich bin ein Mentor, wir sind alle Mentoren. Die Mentoren. Ich muss doch meine Eisbucket-Challenge aufnehmen. Was? Eisbucket-Challenge. Hast du auch schon gemacht, Karina? Ja, hab ich gesehen. Dusche. Ich muss die auch noch machen, Alter, aber dann setz ich auch mein ganzes Badezimmer unter Wasser. Paddy. Eine Badewanne war das, Paddy. Oh, ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Nee, ich kenn nur Duschen. Achso, kennst du Duschen? Was ist denn eine Dusche? Kann man die essen? Weiß ich nicht. Sagst du? Oh Mann, ey. So, wie weit... Ach, da vorne sind okay. Oh Gott. Und Freunde, das wird lustig. Steigt nicht einfach so aus, die sind wahrscheinlich überall. Nein, nicht aussteigen, wir fahren einfach Vollgas rein. Wo machen wir das jetzt? Einfach rein. Oh, wer kommt denn da entgegen? Moin! Das ist doch der Konvoi, oder irre ich mich da? Okay, wir folgen den. Alter! Hä? Wo sind die Tempels? Alle tot. Alter, ja, was macht der denn? Alter! Was ist denn los mit ihm? Okay, komm, wir fahren ruhig bleiben, Leute, ruhig bleiben. Wo sind denn die ganzen Tempels hin? Ja, alle kaputt. Echt, lol. Glaub schon, ey, super. Mission gescheitert. Mission? Aber für die, nicht für uns. Weil wenn sie kaputt sind, ja gut, wir haben es auch nicht geschafft. Also keiner hat es dann geschafft. Also, ja. Tempel ist ja... Kein Tempel ist mehr da. Ja, die sind da nicht angekommen. Alter! Das war knapp. Paddy. Kann fahren. Warte, der rammt den da. Guck mal, die spielen Autoscooter. Ich will mit Autoscooter spielen. Steig aus, ballert die ab. Guck mal, da hinten kommt wieder der Twitcher, der Raser. Der Raser kommt wieder. Er soll doch mal rasen. Jetzt bin ich mal gespannt, was er macht. Er hält einfach das hier. Hui. Wow, Paddy. Jetzt sehen wir gar nichts mehr. Super. Paddy, ey. Voll verkackt, ey. Jetzt mal ernsthaft, haben wir gar keinen Tempest mehr? Nein, alle kaputt. Nee, ich glaube, alle kaputt. Was sagt denn der Trommler dazu? Alle kaputt. Es geht jetzt nur darum, hier die Kollegen aus den Huntern nach Hause zu bringen. Einfach nur zum HQ bringen. Hätten wir das früher gewusst, dann wären wir natürlich gar nicht erst losgefahren. Nein, Quatsch. Ah, der Heli fliegt da noch rum? Tja. Kannst wohl nichts mehr machen, doch. Kannst nichts mehr abstauben. Hinter uns fährt immer noch dieses komische Auto. Ja und? Ich weiß ja nicht, was es vorhat. Vielleicht will es irgendwie... Ich glaube, er explodiert schneller als wir. Ja, das ist möglich, aber trotzdem. Man muss ja aufpassen, ne?
Aber die Helis verfolgen uns alle noch. Ja. Warum, frage ich mich, weil es gibt ja eh keine Beute mehr. Ja, keine Ahnung. Die Rebellenehre und so. Ach so. Oh, was liegt denn da auf der Straße? Ein Auto! Es wird in die Luft fliegen, pass auf! Boing. Also wer... Alter, hey, Paddy! Hey, Alter, Paddy! Hey. Paddy, was Doppel machst du da? Er fährt einfach rückwärts, Alter. Super Paddy, super Paddy. Was war das denn bitte? Schon. Oh mein Gott. Wer ist ja schlimmer als ich, Alter? Warum bleibst du stehen, Paddy? Ach komm, hört mal auf. Was ist das denn? Paddy, du fährst schlimmer als ich, ganz ehrlich. Yeah, die sing for the win! Yay, wir fliegen! Was? Nö, bei mir noch. Ach, ich liebe das. Ja. Geil. So, jetzt geht's wieder, glaube ich. Ja. Yeah, Autoscooter Challenge. Und der da hinten, was macht der? Oh, voll in die Planke rein. Jawoll. Oh, kommt der auf einmal her? Lol. Der spawnt auf einmal vor mir, ey. Wow, wir überschlagen uns. Was ist hier los? Ich weiß es gar nicht. Ich will es gar nicht wissen. Also irgendwie. Bei mir fliegt das Auto einfach gerade in alle Richtungen. Ja, bei mir auch. Einfach so hin und her. Ja, so. Als würde die Gravitation immer für ein paar Sekunden ausgeschaltet werden. So. Ja, und dann schweben wir einmal so kurz weg und dann fallen wir wieder runter. Ja, lustig, auch für Real Life so. Einfach mal eben so. Ja, fliegende Autos. Das ist dann unser Abonnenten-Special. Losschweben. Alter, was ist denn da los? Boah, was war denn der für ein geiler Trick? Ich will mich gar nicht mehr auf die Straße trauen, Alter. Ich werd bestimmt weggerammt, ey. In irgendwelchen unsichtbaren Autos. Was? Es gibt doch keine unsichtbaren Autos. Doch, die spawnen dann vor dir. Und dann boom. Nein. So, fahren wir jetzt einfach mal zum HQ. Wie willst du denn wissen, dass die vor dir spawnen, wenn die unsichtbar sind? Ja, ich hab sie ja gesehen. Erst unsichtbar und dann vor dir. Bam. Und jetzt, wir haben auch kaputte Reifen, kaputte Engine, alles kaputt. Alles für den Arsch. Voll Paddy, super. Oh oh. Jo. Auto. Ah! Alter, es ist einfach so gerast, Mann. Ich sehe gar nichts mehr, es leckt einfach alles. Hey, genau. Sonst wenn wir jetzt in die Stadt reinfahren. Wir fahren jetzt. Komm, lass mal bitte in die Stadt reinfahren, lass aussteigen, weil hier ist einfach gerade alles. Ja, lass mal rumlaufen, lieber. Nein, nein. Und dann einfach von den D-Sync-Autos uns töten lassen, das ist schön. Ich muss auch, glaube ich, gleich was essen. Oh ne, noch muss ich was noch gar nicht. Was steht da? Ne, wir sind ja vorhin wieder gestorben. Ich will benötigte Fahrzeuge in die Garage stellen. Okay. Wir brauchen das Ding einfach, YOLO. Ach, da vorne sind zwei, komm. Lass uns einfach hinsetzen. Hin. So. So, aussteigen bitte, die Herren. Muss die Karre immer reparieren. Ja, weil bei mir geht das noch rum. So, jetzt aussteigen. Boah, ey, das ist am Lenken. Ich hab gesagt, aussteigen. Du bist einfach auf dem Dach vom Auto. Ja, geil, ne? Bei mir stehst du unten. So, warte, ich geh jetzt mal hier in die Wohnung rein, dann heile ich mich erstmal mit meinen Wunderkräften. Komm, wir heilen uns zusammen. Die, Alter. Nein, das möchte ich nicht. Doch, warum nicht? Nein. Ist doch schön. Weil du Mentor bist. Gemeinsames Heilen. Du könntest ja mal ein bisschen mit den Leuten da am Marktplatz unterhalten, gucken, was bei denen so abgeht. Fliegende Autos überall. Vielleicht haben die irgendeine schöne Geschichte, die sie uns erzählen können. Ja, ich mal gucken. Komm, wir fragen die mal. Frag sie mal. Tag, Allah und Rose, Alter. Oh. Die gehören bestimmt zusammen. Ja. Allah und Bros. Moin. Guten Tag, Dian. Tag. Hallo. Alles cool? Hallo. Ah ne, Feuer ist ja an. Okay, so, setz mich jetzt hin. Hä? Mentor weiß Bescheid, glaube ich, noch. Mentor weiß Bescheid? Du weißt Bescheid, Mentor? Nee, schon gut. Hast du uns was verschwiegen? Mentor, haben Sie diesmal wieder Drogen, Donuts, dabei? Oder bitte was, Mentor, bitte was? Was habe ich da gehört? Drogen? Die hat der Curry schon alle verschlungen. Der Currywurst hat die schon alle aufgegessen. Ja. Was? Ich esse doch keine Drogen-Donuts. Alter, Junkie, ey. Ich esse doch keine Drogen-Donuts. Was ist denn los mit euch? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Was verschlägt ihr eigentlich? Was verschlägt euch eigentlich hier hin an diesem wunderschönen Tag? Beobachten. Was? Ah, okay. Beobachten. Polizei beobachten, wie den sie. Den Eimer beobachten. Den Eimer. Ja, der Eimer ist wirklich sehr interessant, also den würde ich auch gerne beobachten. Ja, sehr, sehr schön. Mach das Feuer an. Wow, hast du es gesehen, Alter? Hast du es gesehen? Alter, was war das denn? What the fuck? Einfach einen Überschlag gemacht. Das Auto hat einfach 30 Überschläge gemacht und ist weggeflogen. Der ist in unser Auto einfach reingefahren, oder? Ja, das Auto steht da vorne. LOL! Überschlag und zwar einmal. Gott, da müssen wir auch mit dem Herrn Officer reden, das geht ja gar nicht hier. Das sieht man nur bei mir. Was Herr ist Officer, denn da los? Sagen was Sie mal, ist denn hier passiert? Was war das denn bitte? Was? Ach, Paddy wieder schuld, weißt du, Paddy war schlecht geparkt. Perfekt. Ja, schlecht geparkt, Sie sind einfach volle Kanne hinten reingefahren hier, unglaublich.
Da hätte man mich aber schon von einem Kilometer aus sehen müssen. Oh, noch einer! Was denn? Wow! Wo kommt der auf einmal her? Was macht der denn da? Entschuldigung, es sind ja ganz viele von der... Wo kommt der ADAC her? Ich bin gerade sehr verwirrt. Hallo Florian Govera. Guten Tag. Govera. Oh, wir sind schon bei 25 Minuten, ich würde sagen. Ich habe mal eben eine Frage. Ja, warte kurz. Wir regeln das in der nächsten Folge, ja? Okay, gut. Wir reden gleich mit dir weiter. Okay. Gut, okay. Dann an alle Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Event hat euch gefallen und den anderen Zuschauern natürlich auch von den anderen Kanälen. Lasst einen Daumen da! Auch ihr und immer mit eurer Daumenscheiße, Mann. Ja. Lass das doch mal. Die Leute geben schon Daumen, wenn sie das wollen, Mann. Ja, das sollen sie auch, wenn sie wollen, genau. So. Was aber wichtig ist, wenn ihr das aus einer anderen Sicht sehen wollt, weil zum Beispiel Paddy ist ja mit diesem LKW gefahren, der Curry ist hat mit dem MG geschossen, schaut auf den anderen Kanälen vorbei, steht alles in der Beschreibung verlinkt und guckt euch das nochmal aus der anderen Sicht an. Das werde ich sogar auch nochmal machen, weil ich will unbedingt sehen, wie der Curry da auf andere rumgeschossen hat. Das muss man sehen. Bis dann, Leute. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.